Was bitte war das denn? Hallo und herzlich willkommen, liebe Kryptonauten, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der wöchentlichen Marktanalyse der Kryptonauten. Ja, was für eine Kerze gerade. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Also ganz ehrlich, das war wieder eine Manipulation vom Allerfeinsten. Und wir schauen natürlich heute nur kurz Bitcoin und Ethereum an und natürlich die heutigste, wichtigste Entscheidung von der Federal Reserve. Was machen denn die Zinsen? Und haben wir dadurch im Kryptomarkt natürlich wieder eine Änderung. Geht der Kurs hoch, geht der Kurs runter? Was machen unsere 19.000? Was machen unsere 20.000 Dollar? Und wir gehen aber erstmal auf die Kerze ein und legen gleich mal los. Und zwar, wir sind bei Bitcoin und ihr seht schon, das sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber ich bin hier im 1-Minuten-Chart. Eine Minute. Ja, was ist denn gerade da so passiert? Ich weiß, das Video kommt ein bisschen verzögert nachher, wenn ihr es seht, aber ich erkläre es euch relativ einfach. Wir hatten ja die Federal-Entscheidung von der Federal Reserve, ob die Zinsen nochmal erhöht wurden. Sie wurden erhöht um 0,75 Punkte oder Prozent, also 75 Prozentpunkte und 0,75%. Gucken wir sofort drauf. Wir gucken jetzt nur ganz kurz hier in den 1-Minuten-Chart, was passiert ist, weil die Frage stellt sich natürlich wie immer jeder. Und dann schauen wir kurz auf die Zinsentscheidung und dann schauen wir einfach nochmal auf die Charts. Wie gesagt, wir sind hier im Bitcoin im 1-Minuten-Chart. Eine Minute. Ja. Also, was ist passiert? Der Kurs klettert so ein bisschen leicht nach oben. Es war so 1957, 1958, was ihr ganz unten hier unten am Rand seht. Ja. Und dann kommt eine Kerze, das ist eine 1-Minuten-Kerze, eine Minute, eine Kerze, schießt nach oben, ja, und genau hier oben war Stundenwechsel, komischerweise, und in diesem Augenblick quasi, ja, was soll ich sagen, wird der Kurs dermaßen nach unten manipuliert und natürlich bei 19.000 Dollar, ihr seht hier diese blaue Linie, bei 19.000 Dollar, lagen natürlich auch viele Long-Positionen oder Buy-Orders und somit geht der Kurs innerhalb von einer Minute runter und wird sofort wieder nach oben geschossen. Sieht im 1-Stunden-Chart ein bisschen anders aus, schauen wir uns auch gleich nochmal an. Und dann geht es von Minute nochmal relativ weit runter, eigentlich kurz bevor die Kerze ihren Tiefpunkt erreicht hatte. Hier unten bei 18.693. Und dann wittern natürlich die Trader auch ihre Chance, ja, und die Leute und sagen, boah, nochmal so tief, ich kaufe nach, ja, ich verkaufe wieder, kauf nach. Und ihr seht ja, das ist jetzt quasi das alles hier, ja, ist eine Stunde, was in einer Stunde passiert. Das heißt, der Kurs ging hoch, runter. Und in erster Linie hat es erstmal nichts mit der Federal-Entscheidung zu tun, von der Federal Reserve, und zwar war das eine klassische Marktmanipulation natürlich mal wieder von den Großen, die ihr Geld jetzt nochmal rausgeholt haben. Dann die die einfachen Leute. Nein, auch die Retail-Trader, also auch wir kleinen Leute, haben dann nochmal ihre Chance gewittert und sind natürlich hier unten dann einfach nochmal long gegangen oder haben einfach nochmal gekauft, weil sie gesehen haben, dass der Kurs jetzt gerade runter gekracht ist. Und ja, aktuell hat eine neue Stunde angefangen, hier um 21 Uhr. Und ihr seht, der Kurs ist sich immer noch nicht ganz einig. Also wir haben die Kerze auf jeden Fall nicht grün geschlossen, die Stundenkerze. Die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Und somit können wir jetzt aktuell nicht sagen, was passiert. Also wir könnten natürlich davon ausgehen, in der Regel ist es so, wenn die Kerze im 1-Stunden-Chart und auch im 4-Stunden-Chart nicht grün schließt, bei so einem Pump and Dump wieder hier, dann geht der Kurs eventuell wieder auch wieder nach unten. Also die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es nach unten geht. Auf jeden Fall müssen wir hier wieder über die 19.779 nochmal drüber gehen, dass wir vielleicht nochmal die 20.000 antesten können. Und da mache ich mit euch eine Wette, dass auch im 20.000 Dollar Bereich nochmal relativ viel Short-Positionen liegen. Also hier oben einfach nochmal Positionen eröffnet worden sind, die dann abgegriffen werden oder Stop-Loss abgegriffen werden und dann quasi den Kurs
einfach dann wieder nach unten drückt. Wird bestimmt so sein. Warten wir jetzt einfach nochmal ab. Aber wie gesagt, das Ganze hier ist eine Stunde und wir sehen, innerhalb von 2 Minuten kann sich der Markt sowas von rapide ändern. Wenn wir mal prozentual das Ding angucken, ja, dann sind wir hier allein schon innerhalb von 2 Minuten, 2 Minuten, ja, also 6% Abverkauf, knapp 7% und innerhalb von 2 Minuten eine Kursänderung. Ja, da ist wieder 2 Punkte stehen, macht nichts. Von, ich nehme es mal von hier bis runter, ja, von 4%. Und das ist halt, ja, definitiv eine Marktmanipulation und hat nichts, aber auch gar nichts mit der Federal Reserve-Entscheidung zu tun. Hier wurde einfach mal der Markt wieder manipuliert, natürlich sehr geschickt, sehr gut getimt von der aktuellen Zeit her, weil einfach die Fed hier ihre Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise um 20:30 Uhr auch verkündet hat. Manche haben schon früher gepostet. Und die einzige, wo ich so schnell gefunden habe, die war die Seite von Comdirect. Und zwar, Fed erhöht Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte, also 0,75%. Washington, deutsche Presseagentur, die US-Notenbank setzt ihren energischen Kampf gegen die hohe Inflation fort und dreht erneut kräftig an der Zinsschraube. Sie erhöht ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte, wie die Federal Reserve mitteilte. Damit liegt er nun in der Spanne von 3 bis 3,25% und erreicht den Höchststand seit 14 Jahren. Ich meine, wer Immobilien hat, dem brauche ich nichts erzählen, wie da die Zinsen ausgesehen haben. Automobilkredite gehen auch gerade wieder hoch, Zinsen, Immobilien gehen hoch. Und ja, mit der strengen Geldpolitik wächst das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremsen könnte, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden. Der neuerliche Schritt war zwar erwartet worden, aber dennoch beachtlich. Gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Punkte zu erhöhen. Bereits im Juni und Juli hatte die Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Manche Analysten hatten aufgrund jüngster Daten zu einer halben hohen Teuerungsrate in den vergangenen Tagen bereits gemutmaßt, dass die Fed die Märkte mit einer Erhöhung um einen Prozentpunkt überraschen könnte. Im Juni rechneten die Entscheider der Fed zum Jahresende im Mittel noch mit den Leitzinsen von 3,4%. Nun gehen sie von 4,4% in diesem Jahr und sogar 4,6% im kommenden Jahr aus. Die Fed sagt außerdem in diesem Jahr ein deutlich geringeres Wirtschaftswachstum als noch vor 3 Monaten angenommen voraus. Das Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach um 0,2% wachsen. Das wären 1,5 Prozentpunkte weniger als noch im März prognostiziert. Ist in Deutschland genau das Gleiche. Also auch unser Bruttoinlandsprodukt soll ein bisschen niedriger ausfallen und nicht so hoch, auch die Wirtschaft ein bisschen niedriger sein. Ja, Erhöhung Leitzins. Die US-Notenbank rechnet im laufenden Jahr auch mit einer etwas höheren Inflationsrate als zuvor angenommen. Wir sind ja schon bei 8% und über 8%. Die Teuerungsrate soll trotz der Erhöhung des Leitzins 2022 Durchschnitt bei 5,4% liegen. Zuletzt war die Enttäuschung darüber groß, dass die Dynamik des Preisanstiegs im August weniger als erwartet nachließ. Zwar hatte sich die Jahresinflationsrate von 8,5%, was habe ich gerade gesagt, im Vormonat auf 8,3% abgeschwächt. Analysten hatten jedoch im Schnitt mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. All diese Daten setzen die Fed unter Druck. Also, nichtsdestotrotz, 0,75% aktuell, Federal Reserve 3,25%. Ja, was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das eigentlich im Umkehrschluss ganz einfach. Wenn ich jetzt wieder Staatsanleihen für Aktien, für Indizes, für Rohstoffe, für sonstige Sachen meine Dividenden kriege und natürlich auch wieder Geld bei der Bank einlage und dadurch natürlich ein bisschen Zinsen kriege, ja, dann wird der normale Otto-Bürger, der noch nicht so stark im Kryptospace ist, wir jetzt vielleicht nicht, aber andere, einfach ihr Geld ja, bei der Bank lassen oder in Staatsanleihen investieren, wo er einfach mehr Prozent kriegt und das sicher. Und natürlich dann nicht in irgendwelche Kryptoassets, die hochspekulativ sind, investieren. Und das ist einfach genau das, was wir, wie soll ich sagen, eigentlich brauchen, dass der Kryptomarkt natürlich auch wieder hochgeht. Ja, das brauchen wir ja, das wollen wir ja eigentlich, dass wir im Kryptomarkt wieder grüne Zahlen sehen. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wie gesagt, in der Regel ist es einfach so, dass der Kryptomarkt sich dann ja, ein bisschen abschwächt nach unten. Bei der letzten Zinserhöhung ging der Markt nach oben. Und ja, wir müssen die Entscheidung abwarten, ob die kleinen Anleger, ja, also wir und ihr und ja, nicht hier große Firmen, was die an Bitcoin kaufen oder nicht kaufen und wie sich der Markt einfach bewegt. Normalerweise ist es so, wenn die Zinsen erhöht werden, geht Bitcoin und der ganze Kryptomarkt runter. Wir haben es ja gesehen, unsere Inflationsraten und Erhöhung der Leitzinsen
sind ja nicht umsonst von 64% runtergegangen. Aber ist auch eine ganz, ganz typische Marktbewegung, dass wir nach einem All-Time-High oder einem Bullrun auch mal wieder einen Bärenmarkt brauchen. Wir sind natürlich immer noch mitten im Bärenmarkt. Es hat sich jetzt noch nicht rauskristallisiert, dass wir dann schon weiter weg sind. Gut, wir machen weiter mit dem Chart. Wir springen einfach mal auf den Daily Timeframe, auf den Tageschart. Man könnte hier aus dem Tageschart sagen, okay, wir sind hier bei 20.000 ungefähr. Wir könnten sagen, naja, es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Eventuell macht hier Bitcoin ein schönes W-Pattern. Ja, aktuell sieht es nicht danach aus und ein W-Pattern im Daily, unwahrscheinlich. Aber wir schauen nochmal auf unsere Moving Average Linien. Die liegen hier, unsere 200-Tageslinie im Tageschart liegt bei 29.000 und 50-Tageslinie liegt bei 21.300. War natürlich aus vom Widerstand auch wieder ein bisschen hier in diesem Bereich. Und wir gehen raus auf den Wochenchart und da sieht es natürlich anders aus. Unsere 200-Wochenlinie liegt bei 23.400 Dollar. Ja, das sollte man eigentlich mal wieder schön drüber kommen, dass man wieder mal schön Richtung 30 gehen könnten. Wie gesagt, auch im Wochenchart, wir sehen hier ja die vielen Wochen, die rot sind, könnte es natürlich auch aussehen, wie wenn ein W-Pattern geformt würde. Müssen wir uns noch ein bisschen drauf gedulden und abwarten, wie das einfach so ein bisschen aussieht. Weil wir hatten natürlich auch, ja, wenn man es genau nimmt, könnten wir sagen, okay, in diesem Bullrun im Wochenmarkt-Chart hatten wir hier ein schönes M-Pattern. Ja, wo ist die Nackenlinie? Natürlich bei 30.000. Das heißt, wir nehmen, gucken mal, ob das aufgehen könnte. Bei 30.000 eine Linie. Das Preisziel von diesem M-Pattern. Ja, ernüchternd, Leute. Die Zahl wird immer wieder oft in den Mund genommen, 13.000 Dollar bei Bitcoin. 13.000 Dollar, wenn im Wochenchart oder auch im Tageschart dieses M-Pattern ausgeführt wird. Sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Müssen wir uns einfach ein bisschen drauf gucken. Auf jeden Fall sollten wir unter 17.500 Dollar, wenn wir wieder hochgehen sollten oder wollten, der Markt wieder hochgehen will, quasi sollte man die 17.500 Dollar hier, unsere aktuelle sehr, sehr starke Unterstützung, nicht unterschreiten. Gerade sieht es natürlich nicht so toll aus, weil wir jetzt mehrfach die 20.000 Dollar nicht gehalten. Also wir könnten sie jetzt hier bei 24.000 Dollar nicht halten. Hier könnten wir sie nicht halten. Der Markt ist abverkauft worden. Und ja, mal gucken, ob das W-Pattern hier schön aufgeht. Aber wir sind sehr, 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 sehr vorsichtig. So, was ist denn sonst in einer Woche so passiert? Wir gehen in den 4-Stunden-Chart, schauen uns diesen mal an. Und zwar hat Bitcoin so ein bisschen einen, ja, wie soll ich sagen, einen Downtrend gebildet, also einen abgerichteten Kanal. Hier haben wir unsere Unterstützung, hier oben unseren Widerstand. Und das ist eine 4-Stunden-Kerze, die schließt in 48 Minuten. Und wenn diese hier wieder hier unter den Einstiegspunkt, also bei 19.100 angekommen ist, dann kann ich euch garantieren, dass wir noch ein bisschen mehr Downside sehen werden, also noch ein bisschen mehr Richtung nach unten. Ihr seht, das ist die Linie, die als Widerstand galt. Aktuell ja gerade einmal hoch, einmal runter. Und natürlich die Mittellinie hier bei 18.600 auch wieder angetestet. Und diese grüne Linie hier ist unsere aktuelle Unterstützung im 4-Stunden-Chart. Also, wir müssen jetzt darauf achten, was könnte in den nächsten Tagen, Stunden, Minuten passieren. Wir müssten quasi erstmal 20.000 Dollar knacken. Die 19.000 Dollar haben wir aktuell heute mal geschafft. Heute Morgen sah es noch nicht ganz danach aus. Aktuell sind wir noch drüber. Aber wie gesagt, diese 4-Stunden-Kerze kann auch nachher neutral werden, dass der Kurs dann quasi hier bei 19.200 Dollar stehen bleibt. Dann ist es eine neutrale Kerze und wir sind so weit wie vorher. Wenn die Kerze noch rot werden sollte, ja, also hier nochmal runter geht, beziehungsweise unter diese Linie kommt, gehe ich mit Sicherheit oder ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass wir nochmal ja, wir sehen es jetzt schon vielleicht, einen starken Move nach unten sehen werden, vielleicht sogar unter die 17.500, die uns ja hier erwarten, in diesem Bereich 18.000, 17.500 auf Binance. Sind wir aktuell bei jeder Börse einfach ein bisschen anders. Und ja, lasst uns gespannt sein. Was macht unsere Dominanz? Unsere Dominanz ist natürlich wieder, ja, scheitert gerade aktuell eigentlich immer an dem am starken Unterstützung, die es früher war. Aktuell ist es im Widerstand, hier ist ein Widerstand und hier seht ihr das auch als Widerstand. 41.000
Quatsch, 41,5%. Starker Widerstand, wird wieder ein bisschen abverkauft. Das heißt, wenn wir hier stark nach oben gehen, wir gehen hier einfach mal in den Tageschart. Ja, also wieder Richtung, ja, ich sag mal 48, 70%. Wir waren ja im Bullrun relativ weit oben, weil alles in Bitcoin investiert hat. Hier oben bei 74%. Und aktuell seht ihr ja, haben wir so eine Seitwärtsphase und kommen aktuell aber nicht über die 41,5% drüber. Und wenn wir da wieder drüber gehen und vielleicht sogar wieder hier oben irgendwo hinsteigen sollten, also hier so, ja, dann sehen wir die nächste ankommende Rallye wieder, einen nächsten Bullrun. Aber solange das einfach noch nicht so ist, müssen wir jetzt einfach die nächsten Tage wieder abwarten. Wir können hier nichts ableiten, außer das W-Pattern, was ich vorher schon gesagt habe, im Wochenchart oder im Tageschart. Aber ob das so eintritt, ja, weiß ich nicht. Also das ist gerade echt, echt schwierig. Und jetzt sind natürlich die Teilnehmer noch mehr unter Druck. Und ja, die kleinen Leute auf jeden Fall. Die Großen werden immer Bitcoin nachkaufen, die kleinen Leute nicht unbedingt. Und deswegen seien wir ein bisschen vorsichtig. Aber ihr seht schon, die Stundenkerze zum Beispiel ist rot, diese hier, und hat auch rot geschlossen. Das heißt, sie wurde auf jeden Fall nicht nach oben aufgekauft. Sie wurde gut aufgekauft nach oben, ja, also bis hierhin, aber nicht komplett. Und aktuell geht schon wieder runter. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach eine Marktberuhigung brauchen. Wir müssen jetzt echt abwarten, was der Markt, da muss ich jetzt mal ein bisschen beruhigen nach dem Tohuwabohu hoch und runter. Und auf jeden Fall kann es natürlich sein, dass wir hier jetzt mal eine kleine Seitwärtsbewegung sehen, bevor der Markt entweder nach unten oder vielleicht doch nochmal die 20.000 antestet. Wie gesagt, einfach ein bisschen aufpassen. Genau, so, wir schauen auf Ethereum, selber Effekt, da Korrelation bei Ethereum 1. Das heißt, Ethereum verhält sich genauso wie Bitcoin und oder andersrum. Der Ausbruch hier habe ich gerade erklärt, wenn Bitcoin pumpt, pumpt Ethereum mit, wenn Bitcoin dumpt, dumpt Ethereum mit. Es ist einfach, mittlerweile ist es einfach so, die Korrelation, wie gesagt, liegt bei 1, das heißt, sie verhalten sich ähnlich zueinander und miteinander, ganz klar, wie auch Bitcoin aktuell so ein bisschen am S&P 500 dranhängt, am DAX weniger, aber S&P 500 ein bisschen dranhängt und auf der amerikanischen Börse. Gleiches Spiel, Ethereum bildet hier einen Abwärtskanal, ja, das ist jetzt nicht ganz die Mitte, aber das soll ja nicht so sein. Nur, dass wir sehen, wo Widerstand und Unterstützung sind. Wir hatten hier Unterstützung und einfach hier im Widerstand. Die obere rote Linie ist die Langzeit abfallende Kurve. Interessiert uns aktuell nicht. Die grüne war die Langzeit-Unterstützungskurve und da sind wir ja hier nach unten ausgebrochen. Ja, und dann war das hier auch in diesem Bereich seitwärts. Dann hatten wir hier eine Retraction, also eine Kursumkehr quasi, also hoch und abverkauft. Hatten wir auch wieder einen Widerstand. Hier haben wir dann den Widerstand durchbrochen nach oben. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob wir wieder hier unten unter die 1325 kommen. Und wir haben sogar nicht mal die 1420 Unterstützung oder aktuell Widerstand angetestet. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie es zeitlich aussieht, ob wir vielleicht dann doch die auch nochmal antesten. Und wenn wir die 1024 antesten, testet in dem Zeitraum ungefähr Bitcoin die 20.000 an. Also selbes Spiel. Achte ein bisschen auf die Linie. Wir sind im 1-Stunden-Chart, wir gehen jetzt nochmal im 4-Stunden-Chart und auch die Kerze ist sie grün. Aber ihr seht auch hier, wir haben einen abfallenden Trendkanal und die Kerze wird natürlich auch immer kleiner, die schließt in 43 Minuten. Das heißt, es könnte natürlich auch sein, dass in einer Stunde die Kerze rot wird und wir dann auch wieder im Kanal sind. Also diese rote Linie hier, müssen wir gucken, bei 1337, Entschuldigung, ungefähr hier, wenn die Kerze hier schließt, kurz rot, ja, oder auch wenn sie neutral wird, hier bei 1340, kann es auch natürlich sein, dass auch Ethereum nochmal runter geht. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall mal über 1365 bleiben, beziehungsweise auch die 1420 antesten oder die 1480, weil wir hier oben in diesem Bereich einfach auch Widerstand haben. So sieht es aktuell aus. Was macht die Dominanz bei Ethereum? Die sinkt fröhlich weiter, hat mal kurz auch relativ viel Positionen abgeholt, sinkt natürlich weiter und im Bullrun waren wir natürlich auch über 20%. Ihr habt es gesehen, die Umverteilung hat sich ja gewendet vor 2 Wochen, dass die Leute nicht mehr so viel Ethereum kaufen. Lag auch am Merch, wo die Leute nochmal nachgekauft haben, dass sie ja ihre ETHW bekommen haben, ja, und die natürlich auch verkauft haben derzeit und deswegen ging die Dominanz runter, die Leute haben ihre Ethereum verkauft und wieder Bitcoin nachgekauft
und die Bitcoin-Dominanz geht im gleichen Segment, einfach seht ihr es hier nach oben. Genau. Schauen wir nochmal. Wollte ich euch noch zeigen. Wir schauen mal, nein, wir schauen mal auf dem Weekly. Und auf dem Weekly war es ja so, dass wir hier den starken Abverkauf hatten von Ethereum. Ich mache jetzt mal wieder alles aus, blende euch die Moving Averages ein, dass ihr das nochmal seht. So. Und ich hatte ja gesagt, und auch schon natürlich in den Videos vorher gesagt, Max Unterstützung haben wir bei der Moving Average Linie im 200 Moving Average Linie im Wochenchart, also genau hier bei 1280, 1282. Und was ist passiert? In der Woche wurde dann exakt hier in diesem Bereich wurden verschiedene Long-Positionen geöffnet oder lagen Long-Positionen, die runter und mit abgeholt worden sind. Und dann drückt es den Kurs natürlich wieder nach oben. Aber genau das ist aktuell die starke Unterstützung. Wenn wir gucken, dass wir hier ungefähr bei 1762 erstmal mit einer Manipulation nach unten gegangen sind, sehen wir jetzt im Wochenchart nicht. Aber hätte erstmal keiner gedacht, dass wir dann doch nochmal auf 1280 runterfallen. Und viele haben natürlich auch hier Long-Positionen aufgemacht. Wenn mir jetzt nochmal der runterkommt, testen wir definitiv nochmal die 1280 an. Wenn die nicht halten sollte, passiert es dann genauso wie die Wochenkerze hier. Ja, dann gehen wir runter. Eventuell war es dann ja, waren wir ja bei knapp 900. Bei 1000 Dollar ungefähr hier so. Bei 1000 Dollar haben wir unsere Unterstützung gefunden. Können wir locker, kann der Film auch locker nochmal auf 1000 runtergehen. Je nachdem, wie der Markt sich dann verhält. Und dann hatten wir natürlich auch die 200 Wochenlinie hier als Widerstand, bevor sie dann nochmal durchbrochen wird. Also achtet da ein bisschen drauf, auch die 1280 ein bisschen im Blick haben. Bei Bitcoin sind wir ja lang, lang drunter schon, habe ich euch vorher gezeigt und deswegen war es nicht so ganz wichtig. Aktuell wichtig bei Ethereum zum Beispiel sind die 1280 und wenn wir die einfach nach unten durchbrechen, gibt es natürlich auch wieder einen Widerstand und es sieht aktuell, wir springen jetzt einfach nochmal in Bitcoin rein, aktuell wirklich so aus, dass wir, ah nee, so rum, Moment, 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 dass wir auch hier die Manipulation nach unten abverkauft werden. Wir haben gleich halbe Stunde. Ja, auf jeden Fall seht ihr, dass die Manipulation, die hochgeht, die muss da wieder runterkommen. Das ist ja schon immer so, auch in verschiedenen Zeitabständen. Aber ihr seht es auf jeden Fall selber. Hatte nichts mit der Fed zu tun, was jetzt kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Kann was mit der Federal Reserve zu tun haben. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt auf die Punkte gucken, einfach um die 19.000 Dollar und die 20.000 Dollar. Wenn wir diese Punkte nachhaltig nicht nach oben durchbrechen, ja, Leute, dann gehen wir nochmal runter. So viel zur Fed-Entscheidung und zur aktuellen Manipulation im Bitcoin- und Ethereum-Markt. Behaltet einfach den Downtrend im Auge. Vielleicht wird aus diesem Downtrend auch wieder ein Uptrend, also ein Trend nach oben. Und wie gesagt, signifikanten Punkte beachten 20.000, 19.000 bei Bitcoin und bei Ethereum 1280, 1420 da dazwischen in dieser Range. Einfach ein bisschen drauf schauen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Weitere Chartanalysen jeden Tag in der Kryptonauten-App. Macht's gut, bis dann. Ciao.